Howdy Leute, Miftaka hier und es ist Xurtag der 13. Und wir gucken uns an, was der Gute hat. Er steht auf der ETZ, ja, ihr kennt das ganze Spiel hier unten bei der gewundenen Bucht. So, lassen wir uns mal überraschen, was der Gute hat. Beziehungsweise, ich habe es natürlich gerade schon mal kurz gesehen, weil ich habe die anderen beiden Klassen durchgeguckt. Wegen Rüstungen, Warlock war nix. Titan war, glaube ich, die Brust, ganz okay, aber Jäger hat crispy Rüstungsteile diesmal dabei, gucken wir uns gleich an. Wir gehen über die Exos. Und zwar haben wir da die gute Cerberus plus 1, ja, vierköpfiger Hund, verschießt unberechenbare Kugeln aus allen Läufen gleichzeitig. Und ihr könnt, wie war das denn nochmal? Ihr könnt hier mit dem Katalysator, genau, da könnt ihr dann die Streuung umschalten, also zu einer engeren Streuung auf kürzere Distanz wechseln. Die ist ganz witzig, die Waffe, wenn man da jetzt mal Lust hat mitzuspielen. Allerdings ist das aktuell nichts, was irgendwie tauglich wäre oder was nicht irgendeine legendäre Version besser machen würde. Ja, also Automatikgewehre sind sowieso für mich aktuell die 720er ist auf jeden Fall der Meta-Archetyp. Ja, wenn ich sowas überlege wie Süßer Schmerz, ich habe es gestern auch im Stream gesagt, für mich aktuell eines der besten Automatikgewehre, weil ihr da auch noch Landpanzer mit drauf habt, was euch noch Schadensresistenz durch Kills gibt, ja, oder sowas wie Chromatinrausch für einen Kinetic-Slot. Da braucht ihr das Ding hier auf jeden Fall nicht. Allerdings habt ihr es nicht in der Sammlung, nehmt es mit, es kann ja immer mal sein, dass es gebufft wird. So, dann haben wir die Graviton-Buße. Flüchtiger Schatten erhöht die Dauer jeglicher Unsichtbarkeitseffekte. Dein Nahkampf und deine Waffen laden schneller auf und deine Erholung ist deutlich erhöht, während du unsichtbar bist. Sehr starkes Exo. Nehmen viele auch für Solo-Ones. Zum Beispiel auch Lichtklinge haben das einige gespielt für den Solo-One, weil auch damit könnt ihr euch dauerhaft unsichtbar machen, wenn ihr es richtig macht. Ja. Von daher, das auf jeden Fall mitnehmen, ist zusammen mit Omnioculus und Sechster Coyote. Das sind so die drei Exos für Unsichtbarkeitsbuilds, die so am besten funktionieren. Alle funktionieren auf ihre Art und Weise. Ja. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen, ist von den Worlds her 20 Diszi. Ja gut, man will natürlich jetzt ein bisschen mehr Mobi und ein bisschen mehr Stärke haben, wenn man auf ein Unsichtbarkeitsbild geht, aber trotzdem nicht verkehrt, könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier die Syntoceps, biotische Verbesserung, erhöhte Nahkampfsprungweite, vergrößerter Super- und Nahkampfschaden bei Umzingelung. Syntoceps ist ein sehr starkes Exo. Letzte Season habe ich das zum Beispiel gezeigt mit dem Stasis-Titan, bevor das genervt worden ist. Da habt ihr ja in der Bubble, wenn ihr Syntoceps getragen habt und ihr habt einen Behemoth gespielt, also den Stasis-Titan dann, dann konntet ihr die ganzen Kristalle in der Bubble machen und die sind alle in der Bubble geblieben. Und wenn ihr die zerdeppert habt, damit habt ihr Raid-Bosse, habt ihr einfach weggenuked, weil das so viel Schaden war durch Syntoceps halt noch, durch den Buff dazu. Das geht jetzt leider nicht mehr. Es geht allerdings, glaube ich, noch in der Bubble von der Titan-Glefe. Da funktioniert das noch. Also das ist zumindest ein Teil, wo man Syntoceps auf jeden Fall spielen kann. Es gibt aber auch andere gute Builds noch damit. Nehmt ihr auf jeden Fall mit, wenn ihr sie noch nicht habt. Ja, 17 Belastbarkeit kommt ein Titan zumindest zurecht. Gut, Mobilität ist jetzt hier sehr hoch und Erholung und Disziplin haben wir leider gar nicht oder Stärke ist jetzt auch nicht so viel. Trotzdem, habt ihr die noch nicht, nehmt sie mit, Leute. Und dann haben wir Nesarek Sünde, haben wir ja erst was letzte Woche oder vorletzte Woche gehabt. Auf jeden Fall immer noch sehr, sehr starkes Warlock-Exo, ja, eines der Meta-Exos, würde ich sogar sagen, die ihr da aktuell tragen könnt. Leere Schadenkills erhöhen die Nachladerate von Fähigkeitenenergie. Wir haben ja auch einen ziemlich dezenten Roll mit 19 Erholung, 20 Diszi, ja, ist jetzt vom Gesamtwert nicht so hoch, aber das sind zwei sehr wichtige Stats auf dem Warlock, von daher echt gut gewollt. Könnt ihr mitnehmen, wenn ihr die guten von letzte oder überletzte Woche, ich weiß es gerade nicht genau, nicht mitgenommen habt. So, dann haben wir hier Letzter Tanz. Wurde auch immer sehr gerne im PvP gespielt. Ist jetzt aber vom Bowl. Ja, beweglich Zielscheibe wäre noch ganz okay, aber nee, das brauchen wir nicht. Rastersprenger. Das ist, also der Bowl ist schon wirklich geil. Ja? Das ist eine, ein Impulsgewehr, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne im PvP spiele. Viele kommen da nicht drauf klar, weil wenn ihr durch das Visier guckt, der Punkt von dem Scope, der ist sehr am Bouncen bei diesem Impulsgewehr. Trotzdem ist das sehr stark und 540er Feuerrate, also der Archetyp Schnellfeuer, wissen wir jetzt auch von kurz und knapp, diese Season ist absolut krank. Und wir haben hier Prallgeschosse schon drauf, wir haben Tunnelblick drauf, was geil ist. Ich spiele das allerdings mit Multi-Kill-Clip, aber Raserei ist da auch schon ein guter Perk tatsächlich. Und wir haben noch... Ja, Korkenzieher ist schon gar nicht mal so schlecht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding mit dem Range Masterwork für PvP. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Dann haben wir hier Abschied mit Aufheizen. Adrenalin Junkie ist auf jeden Fall ganz cool, ja. Aktuell finde ich zumindest, wo man sehr viel mit Granaten auch spielt. Aber das würde ich jetzt nicht so unbedingt im PvE spielen. Geschichte eines Gasts, das ist so ein Ding, was viele auch gerne im PvP spielen. Da ist tatsächlich bewegliche Zielscheibe sogar gut und verbesserte Geschosse ist auch gut. Adrenalin Junkie, ja, ist glaube ich für PvP jetzt nicht so das Beste. Also die kann auch noch mit erster Schuss zum Beispiel kommen. Ja, fixer Zug, erster Schuss kann die sogar glaube ich auch haben. Ist jetzt overall nicht ganz so gut mit dem Masterwork auch. Was haben wir hier? Vers der Sorgen. Gesetzloser, einer für alle. Ja, ist nicht so schlecht für PvE, ja, aber das ist jetzt auch nicht so wirklich gut, das Ding. Würde ich mir persönlich nicht holen. Könnt ihr natürlich mitnehmen. Ich meine, einer für alle ist jetzt ein dezenter Roll für PvE. Und Gesetzloser ist jetzt auch nicht verkehrt. Wobei ich das jetzt eher so auf einer Handcannon für PvE dann feiere, als auf dem Automatikgewehr. Da gibt es auf jeden Fall schönere Sachen. Dann haben wir hier zersplitterte Chiffre. Oh, das ist tatsächlich ein gar nicht mal so schlechter Wort. Wir haben auf alles gefasst. Das heißt, wir haben mehr Reserven, ja, wir haben mehr Munition schon mit dabei. Wir haben schnelleres Nachladen, Verstauen und Bereitmachen, wenn man sich duckt. Klar, da muss man immer ein bisschen dran denken, bevor man dann nachlädt. Aber wir haben dann noch umzingelt dabei, ja, was uns dann auch nochmal, ich glaube, 30% mehr Damage gibt, wenn wir von mehr als drei Feinden umzingelt sind quasi. Dann werden MGs nächste Season auch noch gebufft, ja, sie bekommen Damage Buff. Also umzingelt ist schon kein schlechter Wow. Wir haben auch nochmal einen Nachlademeisterberg, was auf dem MG auch ziemlich gut ist, finde ich. Wir haben ein vergrößertes Magazin, ja, oder ein legiertes Magazin, was dann nochmal erhöhtes Nachladetempo gibt, wenn das Magazin leer ist. Overall ist die gar nicht mal so schlecht, ja. Wenn ihr die noch nicht habt, dann könnt ihr die mitnehmen. Ist auf jeden Fall Schnellfeuer hier im 900er. Die finde ich eigentlich auch ganz witzig, die Rapid-Fire-Gehäuse. Ist overall gesehen auf jeden Fall ein nicht so schlechter Wow. So, was haben wir hier? Verbesserte Geschosse, erster Schuss. Und Gefahr erkannt, Gefahr. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also wenn nächste Season, werden ja Sniper geändert, ja, die sollen sich ja snappier anfühlen, ja. Also das heißt, ihr sollt nicht mehr unbedingt immer Schnappschuss auf dem Scharfschützengewehr haben müssen. Dann ist das eigentlich vom Roll her gar nicht mal so schlecht zusammen mit erster Schuss, ja. Also gut, Nachlade, Meisterwerk ist jetzt halt nicht so geil, aber erster Schuss, verbesserte Geschosse ist schon ganz geil und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt ist jetzt auch gar nicht mal so schlecht, wobei ihr natürlich, ja, okay, eigentlich ist Käse, weil mit dem Sniper seid ihr jetzt nicht unbedingt immer in der Nähe von Feinden, sondern geht eher auf Long Range, sei denn ihr seid so ein crackter Dude, der irgendwie No-Scopes macht, von daher, das ist jetzt gar nicht mal so toll dann, aber zumindest erster Schuss und verbesserte Geschosse ist gar nicht mal so kacke. So, und jetzt kommt aber das eigentliche Highlight heute. Und zwar, wir haben einmal diese Gloves, also diese Handschuhe hier. Wir haben 15 Mobi drauf, ein essentiell wichtiger Stat auf dem Jäger in den meisten Builds. Wir haben 15 Erholung drauf und wir haben 25 Disziplinen drauf. Absolut geil gewollt. Das sind alles drei Stats, die wichtig sind in den meisten aktuellen Builds. Ja, die auf jeden Fall mitnehmen. Kletch, ihr seht es, auch ich nehme die selber mit. Dann haben wir noch 25 Intellekt. Wie gesagt, Intellekt ist nicht mehr so wichtig, im PvE sowieso nicht mehr. Also zumindest als Stat. Und dann haben wir noch hier die Maske, ja, mit 20 Mobi und 22 Stärke. Das ist besonders gut, wenn ihr zum Beispiel, gut, bei Graviton Buße nicht, aber wenn ihr jetzt Omnioculus spielt, ja, oder ihr spielt 6er Coyote bei einem Unsichtbarkeitsbild, dann könntet ihr das hier sehr, sehr gut spielen, weil dann habt ihr zwei wichtige Stats. Einmal Mobilität, um uns den Dodge schneller wiederzuholen und einmal Stärke, um uns die Rauchgranate, also den Melee, wiederzuholen. Ja? Und so können wir uns mal abwechseln dann mit Melee und Dodge unsichtbar machen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, die mitnehmen. So, dann haben wir noch hier Falkenmond wieder mal mit mörderischer Wind. Also da werde ich auch bald gar nichts mehr zu sagen, weil es ist eh immer das Gleiche hier, ja. Der Griff, den er letzte Woche hat, glaube ich sogar, der war sogar noch besser. Und mörderischer Wind, ja, kann man spielen. Ich glaube, die meisten nehmen aber lieber Messsucher oder erster Schuss. Und eine Erzählung eines Tod mit beweglicher Zielscheibe und stabilen Geschossen. Ja, was soll ich dazu sagen? Für PvE braucht das keiner und PvP spielen die meisten, glaube ich, auch lieber Vorpalwaffe. So, Leute.
Das war's für heute. Heute Abend wird gestreamt. Ja, ich mache ein bisschen Helpline mit Justin. Wir haben das gestern auch spontan schon ein bisschen gemacht. Haben ein paar Sachen abgeschlossen mit den Leuten. Guckt gerne rein heute Abend auf Twitch. Twitch ganz genau wie hier bei YouTube auch. Einfach mit Tucker. Wir gucken dann. Wir werden dann einfach ein bisschen raffeln. Und dann werden wir ein bisschen Spitzenreiter noch mit euch laufen. War diese Season mit Spitzenreiter Helpline ein bisschen blöd, weil Corona alleine hat mich 4 Wochen gekostet, irgendwie, wo ich nicht streamen konnte, weil ich echt total kaputt war. Ja, müssen wir jetzt das Beste daraus machen. Leute, vielleicht sehen wir uns heute Abend noch im Stream. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.